Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im So Long zu Finas Kleid. Heute dreht sich alles um das Thema Material und Stoffwahl. Denn da kommen doch immer noch einige Fragen von euch. Und ich kann natürlich euch die Stoffwahl nicht abnehmen, aber ich werde mir mal ein paar Kleider aus dem Lookbook rausgreifen und euch den Stoff dazu zeigen und euch auch mal zeigen, wie der so fällt, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und euch das dann vielleicht die Entscheidung nachher einfacher macht. Und genau, starten möchte ich eigentlich mit dem allerersten genähten Finas Kleid und das ist dieses hier. Und ich kann nur sagen, ich liebe es. Das ist ein ganz, ganz tolles Sommerkleid. Ich trage es auch sehr, sehr gern im Frühling und im Herbst, ne, wenn es so ein bisschen kühler wird. Gut, ich habe es auch kurzärmlich genäht, aber man sieht das schon am Stoff. Also ich habe den auch noch hier. Das ist so eine ganz leichte Baumwolle. Das ist ja auch schon doppellagig. Ich wackel jetzt einfach mal so, damit man mal so den Fall sieht. Ne? Er ist wirklich zart und dünn und ganz leicht und umschmiegt auch den Körper so richtig schön. Ne? Wenn der dann einlagig ist, geh mal auf, dann wird das Ganze noch ein bisschen weicher. Es ist schon eher fast auch so ein richtig schöner Stoff für Tücher, die sich dann schön an den Hals anlegen. Ne? Aber wie gesagt, so Baumwolle in der Qualität, in der Dicke, in der Leichtigkeit ist schon mal richtig schön für Finas Kleid. Und ist gut zu vernähen, das ist auch immer so eine Sache, ne? Durch die Biesen, die genäht werden und auch durch den Beleg, der vorne aufgenäht wird, ja, sollte der schon auch ein bisschen griffig sein, der Stoff, und eben trotzdem schön fallen. Genau, also das ist schon mal so eine perfekte Variante, etwas in der Art für die wärmere Jahreszeit. So, kommen wir jetzt zu eurem absoluten Liebling. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist auch mein Herzenskleid. Und das ist dieses hier. Das ist eine Baumwolle von Swarfing aus der 2017er Kollektion allerdings. Und das ist eine Geschichte. Ich habe hier nochmal aus einem Rest mir mal einen Kissenbezug genäht. Und das ist eigentlich auch so, glaube ich, der ursprüngliche Plan für die Verwendung dieser Baumwolle. Aber ich glaube, das gibt euch ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die so fällt. Also die ist fester, gibt dem Kleid mehr Form, würde ich mal sagen. So würde ich es mal nennen. Es beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen mehr Form, ein bisschen mehr Stand und macht es geradliniger. Na, also, wo man bei der ersten Variante sehr, sehr gut auch einen Gürtel rummachen kann oder ein Bindeband mit einnähen kann, weil es ja eh schon diesen leichten Fall hat, ist es hier so, dass das halt richtig klasse aussieht, auch ohne irgendwelche Hilfsmittel. Na, man kann natürlich immer noch einen Gürtel drum machen, aber es hat auch so gut Stand und lässt sich super vernähen wieder. Na. Das ist ja auch immer wichtig, denn die Biesen und der Kragen und der Beleg, die sollen ja auch einfach zu nähen sein. Ja, ihr werdet es leider ein bisschen schwer haben, den Stoff noch zu bekommen. Wenn jemand da noch irgendwo was findet, dann bitte mir auch Bescheid geben. Denn ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, wirklich fast alles aufgekauft davon und an euch weitergegeben, weil eben immer wieder die Frage nach dem Design kommt. Und ich weiß, habe von Swarfing nur die Auflage nicht, sondern die Information, dass sie den momentan nicht planen, nochmal aufzulegen. Warum auch immer. Ne? Ein Stoff oder eine Stoffart, ich sag's mal so, die da von dem Verhalten gut rankommt an diesen Swarfing-Baumwollstoff, das ist diese Sache hier. Das ist jetzt eine Baumwolle von Atelier Brunette. Habe ich auch schon, also ja, an alle Damen, die bei mir hier im Laden das Kleid schon aus dem Stoff genäht haben, das sind glaube ich jetzt auch schon 5 oder 6, das sieht richtig toll aus. Aber, also da würde ich auch mal empfehlen, gebt ruhig mal ein Atelier Brunette,
und dann nach der Baumwolle gucken. Die passt super. Die ist ein bisschen edler, würde ich sagen, vom Anfassen her, als es die Swaffing-Baumwolle ist. Kommt aber mit dem gleichen Stand und der gleichen Festigkeit, ne, daher und gibt eben auch dem Kleid so eine richtig schöne Silhouette und ja, trägt sich wundervoll. Ne? Und auch da, also ist bei den Atelier-Brünettstoffen ja eh so, einmal mit dem Bügeleisen ran und dann ziehen die sich glatt und die haben ganz viele tolle Designs. Genau. Genau, im Probenähen hat meine Freundin auch eine Tunika genäht. Und zwar, ich zeige es hier nochmal. Genau, das ist der Stoff hier und das ist ein Musselin. Und der ist aber nicht so fest, der Musselin, wie man ihn jetzt von manchen Tüchern so kennt, sondern das ist so ein ganz weicher Musselin, der sich, ja, der ist halt wirklich für Kleidung ausgelegt. Auch jetzt hier in dem Fall von Atelier Brünett. Und der trägt sich wunderbar. Hat auch ungefähr wieder den Stand und die Form, die diese etwas dickere klassische Baumwolle von Swaffing, also das Punktekleid, hat. Und ja, würde ich auch so als Ganzjahresstoff bezeichnen. Also kann man wirklich super jedes, das ganze Jahr übertragen. Genau, was habe ich noch? Das ist gar keine Baumwolle, das ist so wie so Leinen, so Viskose-Leinen. Das habe ich jetzt hier von Stoff und Stiel. Also auch ein richtig cooler Stoff dafür. Und auch wieder mit ein bisschen Stand, lässt sich super vernähen und die Biesen kommen nachher auch richtig schön zur Geltung. Also das ist auch so eine Geschichte, ne? Viskose-Leinen, richtig cool. So, eine Variante noch für die fortgeschrittene Näher. Und das lege ich euch aber wirklich nur ans Herz, wenn ihr ja, beim Biesennähen, Kragennähen und den ganzen Geschichten eine kleine Herausforderung wollt. ja, oder ja, eben da wirklich schon richtig gut drin seid. Das ist Viskose. Das ist jetzt hier nicht so unbedingt die klassische Flutschi-Viskose. Ist jetzt hier auch wieder Atelier Brünett. Ja, das ist, weil ich die Stoffe hier habe. Aber ihr seht schon, die hat einen ganz anderen Fall. Ist viel weicher. Das sieht bei dem Kleid auch richtig toll aus. Ich blende das mal hier ein. Auch da wieder eine Variante, mal in dem dunklen Grün. Ist aber ganz, ganz fies zu nähen. Ne? Dadurch, dass es eben so leicht fällt, gibt es so ein, ja, ich sag mal so, so ein leichtes Verzweiflungsrisiko, gerade bei den Biesen und eben auch bei dem Kragen. Ne? Meistens, also dann solltet ihr wahrscheinlich eh schon ohne Stehkragen nähen, weil es eben nicht so schön ist, wenn ja das ganze Kleid so leicht und weich fällt und man dann oben diesen festen Kragen dran hat. Und der schiebt dann eben auch den leichten Stoff gerade hier so in dem Ausschnittbereich sehr, sehr schnell zusammen. Und ja, das sieht dann ein bisschen komisch aus. Deswegen haben wir auch, jetzt ich zeige das Beispiel nochmal, dann hier den Kragen wieder abgemacht und haben oben ein Bindeband drum gemacht. Aber wie gesagt, es ist ein kleines Verzweiflungsrisiko beim Nähen dabei. Ne? Also sollte man sich an sowas erst rantrauen, wenn man da, ja, entweder die Herausforderung sucht oder wirklich schon viel Routine hat. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ihr habt jetzt vielleicht auch noch mehr so eine Vorstellung davon, wie euer Finas Kleid aussehen soll und wie ihr es gerne so von der Form und vom Fall haben möchtet. Ich werde euch auch noch ein paar Links zu ein paar richtig coolen Online-Shops mit in die Beschreibung reinpacken. Und oder in den Blogbeitrag, den verlinke ich dann hier unten. Das sind wirklich die Shops, in denen ich extrem gern einkaufe, wo ich richtig schöne Stoffe herbekomme. Es ist ja so, dass ich meine Stoffe aus meinem Shop wirklich jetzt abverkaufe und da auch nichts Neues nachkommen wird. So ist zumindest jetzt der Plan. Und deshalb bin ich nämlich auch schon immer am Gucken, wo ich jetzt weiter shoppe. Und
Genau, also scheut euch auch nicht davor, bei den Mädels, die die Shops betreiben. Also ich werde euch einmal die Bettina von Versandstoff verlinken und dann natürlich die Petra von Pepelinchen, die Silke von der Tillerbox und natürlich auch die Stoffquelle. Genau, ganz wichtig. Also das ist, da habt ihr die ganze Bandbreite an Atelier Brünett Stoffen. Aber es hat eigentlich jeder so seinen Schwerpunkt, ne? Stöbert da ruhig mal durch und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da gerne anrufen und die sind total lieb und stehen euch wirklich mit Rat und Tat zur Seite und die kennen auch alle mein Schnittmuster und können euch sagen, ob der Stoff, den ihr euch ausgesucht habt, dafür geeignet ist oder welche Kontrastfarbe man nehmen kann oder wie auch immer. Genau. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!